Wir befinden uns im Jahr 2400 irdischer Zeitrechnung. Die Menschheit ist zu den Sternen aufgebrochen. Seit der Astronaut Perry Rhodan 1971 zum ersten Mal den Mond betrat und ein akonidisches Raumschiff entdeckte, sind mehr als 400 Jahre vergangen. Mithilfe der akonidischen Technik gelang es Perry Rhodan, ein eigenes Sternenreich aufzubauen. Das Solare Imperium. Terra, der blaue Planet. Ursprung und Heimat der Menschheit. Am Raumhafen von Terrania City starten und landen Raumschiffe aller Größenordnungen. Die Flotte des Solaren Imperiums besteht aus unzähligen, meist kugelförmigen Einheiten. Die größten davon Kugelschiffe mit einem Basisdurchmesser von 1500 Metern. Gigantische Stahlkolosse von größter militärischer Schlagkraft. Eines davon ist die Crest 2, Perry Rhodans Flaggschiff. Ein Superschlachtschiff der Imperiumsklasse. August 2400. Das Superschlachtschiff Crest 2 macht sich mit 350 weiteren Einheiten auf den Weg, um im Zentrum der Milchstraße nach dem legendären Planeten Kahalo zu suchen. In der Nähe der galaktischen Zentrumszone entdeckt der Verband eine auffällige Sonnenkonstellation. 6 riesige Sonnen mit einem Abstand von nur 5,4 Milliarden Kilometern bilden ein exaktes Sechseck. Die Crest wird von der gewaltigen Anziehungskraft der Sonnen erfasst und in das Zentrum des Sonnensechsecks gezogen.